Hallo Freunde, heute Herstellung eines Windlichts mit einer Brenndauer von mindestens 6 Stunden. Und wie das geht, seht ihr in einer neuen Folge auf Jörg erklärt's. Jörg erklärt's! Für unser Gartenlicht benötigen wir folgende einfache Zutaten. Eine alte Kerze. Brennt nicht mehr, zumindest gibt es da doch nicht mehr her. Ein paar Flammengrillkohleanzünder bevorzuge ich. Diese so aussehen wie etwas wie Pressspan. Die sind dafür sehr gut geeignet. Eine Schale, wo man das Ganze einfüllen kann, also eine nicht brennbare Schale. Ein Kochgerät. Und ich benutze noch einen alten Tiegel, wo wir das Ganze drin einschmelzen. Als erstes würde ich erstmal den Kohleanzünder in geeignete Stücke schneiden. Das machen wir mit einem Messer mit einer scharfen, durchgehenden Klinge. Das dauert ein wenig, aber es sollte ziemlich ordentlich und glatt aussehen. Etwas Kraft vonnöten. So, da haben wir schon fast. Ich habe jetzt mal kein Holz drunter getan, weil das mein Untergrund das jetzt nicht ausmacht. Aber zu Hause dann bitte immer ein Holzbrett unterlegen, wenn wir solche Arbeiten machen. So, jetzt habe ich 2 Stück davon fertig. Als nächstes entzünden wir unser, wie ihr seht, geht nicht jeder Streichholz, unseren Herd. Lassen kurz aufheizen, legen unsere Kerze und schmelzen unsere Kerze darin ein. Dauert es eine Weile. Ich habe jetzt einen ausgedienten Tiegel dazu genommen. War jetzt erstmal Keramik beschichtet, aber da hat die Werbung offensichtlich etwas mehr versprochen, wie es denn hält. Da sind alle meine Keramiktiegel aussortiert worden und wurden durch gusseiserne Pfannen ersetzt. Wer sich einmal eine gusseiserne Pfanne anschafft, der hat darin sein ganzes Leben darin eine Freude und kauft sich nie wieder eine andere Pfanne. Also nicht immer blindlings auf die Werbung vertrauen, sondern selber Erfahrung sammeln, denke ich mal, ist das Beste, was man machen kann. Wie man eine gusseiserne Pfanne einbrennt ordentlich, kann ich auch gerne mal in einem anderen Video noch zeigen, wie man das mit alten Mitteln noch macht, also wie man das in alten Zeiten auch gemacht hat und heute auch noch machen kann. Wenn ihr das sehen möchtet, dann schreibt mir bitte unten in die Kommentare rein, dann würde ich darüber vielleicht auch noch ein Video machen. Diese Form habe ich, dient jetzt mir als Aufnahmebehälter. Jetzt lassen wir das Ganze bei mittlerer Hitze einschmelzen. So, und der flüssige Wachs tun wir jetzt auch schon unsere Grillanzünder etwas rein. Dann saugen die sich auch schon schön voll mit dem Wachs. Ziemlich gut, weil die müssen sich voll saugen, denn sie funktionieren als Docht bei uns in Zukunft. In meinem Wachs sind jetzt unschöne Einschlüsse, wie ihr sehen könnt. Aber das zeugt davon, weil ich jetzt eine Kerze einschmelze, die
wir oft im Freien betrieben haben. Und von daher sind hier Samen von Birken, haben sich schon mit eingetragen. Oder Mücken oder irgendwelches Zeug. Also das ist mir aber jetzt egal, weil ich verwende diese Gartenlöcher ja dann auch im Freien. Und da sind mir diese Einschlüsse jetzt egal. Mir kommt es hauptsächlich darauf an, dass ich das fertige Wachs jetzt verwenden kann. Man könnte das Ganze natürlich auch noch ausfiltern, durch ein Sieb gießen, wer das möchte, aber wie schon gesagt, mir ist das jetzt egal, weil ich möchte Licht haben abends und mir ist das Aussehen von daher erstmal etwas Schnuppe. Unseren zukünftigen Docht, also unseren Flammenanzünder, in die Schale gelegt und werde jetzt das heiße Wachs aufgießen. Ein bisschen Vorsicht sein, damit es nicht spritzt. So, jetzt machen wir das nicht zu voll, weil unser Docht soll ja stehen bleiben, sonst, wenn wir das jetzt zu voll machen, schwimmt er auf und dann funktioniert es natürlich nicht. Jetzt lassen wir das Ganze erkalten, je nach Temperatur draußen dauert das etwas. Und ja, danach schauen wir uns wieder zum Test. 2 Stunden später ist unsere Gartenfackel oder unser Gartenlicht fast fertig oder Partylicht, sage ich mal dazu. Der Wachs ist ausgehärtet und ist somit bereit für den Einsatz. Immer wichtig, dass oben ein Stück Grillanzünder quasi rausguckt. Brauchen wir halt zum Anzünden das Streichholz und das mal an. Wie ihr seht, ist das nicht so einfach mit dem Streichholz. Ist halt live. Jetzt geht's. Hält mal was an, zünden das an. So, wie ihr seht, 10 Minuten später, mein Hund schaut auch mit dazu, den interessiert das sehr. Also das Gartenlicht funktioniert sehr ansprechend, also es wird eine sehr lange Zeit durchhalten. Schauen wir doch mal wieder zurück und wie wir sehen, es brennt und brennt und brennt. Nach 3 Stunden, es will nicht aufhören. Ja, wie lange wird es wohl noch brennen heute Nacht? Werden wir mal schauen. So, 4,5 Stunden später. Unser Leuchte brennt noch. Unser Wachs ist 2/3 verbraucht. Und ich denke, der Beweis ist erbracht, dass unsere Gartenleuchte oder Gartenfackel sehr lange brennen wird. Ich denke mal, das wird noch 2-3 Stunden gehen. Also, sollte euch das Video gefallen haben, wie immer, bitte Daumen hoch und abonniert bitte meinen Kanal. Bis zum nächsten Video, euer Jörg.